Ich befinde mich gerade im Gießmodus und mir ist gerade etwas aufgefallen bei unseren String of Pearls. Wir sehen hier Wachstum. Ja, die Kette wird tatsächlich länger. Und das ist also bei allen Trieben hier so gegeben. Mal gucken, ob ich das jetzt so hinbekomme. Ja, doch, guck mal. Ne? Also, das befindet sich alles hier im Wachstum und das ist die Geschichte, die wir gemeinsam umgepflanzt haben, beziehungsweise von der Erde befreit und dann hier eingepflanzt ins mineralische Substrat. Das läuft richtig gut, muss ich sagen. Also Wachstum ist auf jeden Fall gegeben. Und zum Vergleich schauen wir uns jetzt mal die andere an. Und die hängt jetzt direkt mal daneben. Hier sieht das Ganze nämlich ganz anders aus. Die Pflanze hat irgendwie so eine Ruhephase hier. Also da entwickelt sich gar nichts. Ich zoome das mal ein bisschen näher dran. Ja, so ein bisschen kann man erkennen, aber nicht wirklich viel. Also auch hier ist nicht wirklich eine Verlängerung zu erkennen, aber hier sieht man schon ein bisschen Wachstum in dem hinteren Bereich hier. Ne? Da sieht man das schon. Aber ich muss sagen, die Variante, die wir also umgetopft haben, aus der Erde raus, ne? Diese steht ja noch in der Erde hier, die ist aus der Erde raus. Der geht es wesentlich besser, muss ich sagen. Okay, dann gieße ich mal weiter. Und dünge. So, ich bin jetzt einmal schon durch. Hallo und herzlich willkommen im Reich der Pflanzen. Ich gucke gerade auf den Akku, der blinkt schon wieder. Wir sind noch gar nicht so weit. Wir sehen hier unsere Litschi. Warum sehen wir sie? Ich wollte sie gerade gießen und dachte mir so, ja, dann hole ich sie mal hier hin und gieße mal wieder nach, messe vorher, was wir gegeben haben. Und ich ziehe das Ding so raus und tada, es ist nichts mehr da. Komplett trocken. Das ist also jetzt. Ja, ein Missgeschick, sage ich mal, was einfach passiert ist. Gut, die Pflanze, momentan lebt sie noch. Interessanterweise, soll ich das mal ganz kurz zeigen, bevor sie mir ganz vertrocknet? Ja, kann passieren, ne? Weiß Bescheid. Deswegen Wasserstandsanzeige ab und zu mal kontrollieren. Aber ich hole sie mal eben hin, denn interessanterweise ist, ich weiß nicht, ja, mal gucken. Vielleicht lernen wir da aus dem Ganzen etwas dann später mal. Ich gucke mal, ob ich das jetzt so hinbekomme hier. Tada, tada, tada. So, pass mal auf. Hier sind so ganz kleine. Ja, das sind die Anfänge einer Wurzel. Ne? Das sind die Spitzen, die sogenannten Saugwurzeln. Also die sind noch okay, interessanterweise. Ne? Also das war jetzt aber, würde ich mal sagen, höchste Eisenbahn, hier einzugreifen. Ja, so kann das manchmal gehen. Ne? Die Pflanze zeigt mir das gerade noch nicht an, dass sie Trockenstress hat. Aber sie ist auch ganz leicht. Also im Substrat selber befindet sich auch kein Wasser mehr. Ist jetzt passiert. Ne? Okay, wie gesagt, vielleicht lernen wir da was raus oder nehmen da was von mit. Ich werde jetzt nicht bei 1000 gießen hier, sondern bei 500. Und dann fluten wir die ganze Geschichte wieder. Beziehungsweise befüllen das wieder. Das ist jetzt mal ja dumm gelaufen, würde ich sagen. Ne? Ja, also wie gesagt, ne, ab und zu die Wasserstandseiger. So ist das, ne? So dumm gelaufen. Aber wie gesagt, der Pflanze geht es noch gut. Da ist noch nichts dran zu sehen, dass irgendwas passiert. Okay, sie wird natürlich jetzt in irgendeiner Form anfangen zu leiden oder Stress aufzubauen oder wie auch immer. Aber das ist schon interessant. Ich meine, auch die neuen Blätter, die hier rausgewachsen sind, die sind immer noch okay. Und auch hier oben. Kronenbereich ist noch okay. Sie hat hier einen Neuaustrieb, der sieht auch noch okay aus. Das werden wir allerdings jetzt gemeinsam weiter verfolgen, ob sie tatsächlich weiter wächst oder den Austrieb erstmal abschmeißt. Also das ist jetzt echt dumm gelaufen, ne? Weiß Bescheid. Kann passieren. So, jetzt ist sie wieder versorgt. So, jetzt mache ich mich fertig und dann geht es gleich los hier. Ja, eigentlich jetzt schon, aber wie gesagt, ich bin eigentlich noch gar nicht so weit. Gegossen ist jetzt alles, es ist auch alles gedüngt und ich mache jetzt noch mal einen Rundgang und gucke mir jeden Pott einzeln an, dass ich nichts vergessen habe. Okay. Die Geschichte der Monstera Thai Constellation. Sie geht weiter. So sieht das Blatt jetzt aus, wie es sich entrollt. Mega hübsch, muss ich sagen. Richtig cool. Ich denke mal, 2 Tage wird es wohl ganz entrollt sein. Es geht auch relativ schnell, muss ich jetzt sagen. Wir hatten ja komplett Wasserwechsel gemacht und alles verändert. Und wer das mitgenommen hat, der kann dann heute auch die nächste Veränderung sehen, was hier passiert ist. Wir hatten 850 per 6,9 am 19.07. gemessen halt, nachdem alles soweit war. Und wir haben jetzt tatsächlich 940 Mikrosiemens per 7,3, also beides gestiegen. So, das belassen wir aber so. Hier greifen wir nicht ein, denn in der Regel geht das wieder runter. In der Regel war das bisher so gegeben, ne? Von daher lassen wir das erstmal so und schauen in dem Zuge auch mal ganz kurz nochmal die Wurzeln an, würde ich sagen. Kriege ich das jetzt so hin? Pass mal auf, machen wir das so, so, so. Ja, so ist okay, ne? So könnte das passen. Pass mal auf, drehe ich mal den Bildschirm. Na, hier mal Yusuf die andere Seite. Und dann gehen wir gleich in den Dschungel. Denn heute werde ich das machen, was ich angekündigt habe. So, pass mal auf.
Ich nehme hier mal raus hier, damit wir uns das ansehen können, wie das Ganze aussieht, ob wir eine Reaktion sehen können bei den Wurzeln. Ich würde sagen, das sieht bis jetzt gut aus. Das ist okay. Also ich kann bis jetzt nichts erkennen, keine negative Erscheinung in dem Sinne. Gut, das Ganze ist jetzt ein bisschen gräulich, bedingt dadurch, weil wir ja das Urgesteinsmehl hier reingepackt hatten, ne? Und von da hat sich das jetzt erstmal abgelagert auf den Wurzeln. Das sieht aber okay aus. Da gibt es jetzt noch nichts zu meckern im Moment. Wie gesagt, das müssen wir jetzt natürlich beobachten, inwieweit sich das entwickelt. Hier sehen wir auch die neue Wurzel, die jetzt Richtung Wasser wachsen möchte hier. Das klappt auch ganz gut. Wie gesagt, da werde ich aber jetzt jeden Tag kontrollieren. Ich nehme euch nicht jedes Mal mit, aber damit, falls irgendwas hier passiert, ich dann eingreifen kann. Und dann werde ich euch das natürlich dann mitnehmen auf die Reise. Ganz klarer Fall. Aber okay, lassen wir erstmal so, wie es jetzt ist. Das läuft nämlich richtig gut. Außer die Schärfe, weiß Bescheid, ne? So ist das manchmal. Ja, okay. So ist es jetzt. Und dann schauen wir mal, wie es damit weitergeht. Und darum geht es heute, um das Unsterblichkeitskraut. Hör mal auf, das werden wir jetzt gleich zurückschneiden. Allerdings muss ich mal just das Ventilator ausmachen, auch wenn es schön ist. Aber ja, beim Denken stört das so ein bisschen. So, okay, dann habe ich jetzt ein bisschen Ruhe. Ja, das sieht schon Hammer aus hier, ich sage dir. So, also es geht heute um das Unsterblichkeitskraut. Mittlerweile wächst es schon hier lang über das ganze Sideboard. Ja, das heißt im Klartext, wir werden es heute zurückschneiden, nicht weil es so schön gewachsen ist, sondern weil die Substratoberfläche sich angehoben hat jetzt im Laufe der Zeit. Und ich möchte aber wissen, wie sieht das hier drin aus? Und um das zu erfahren, werden wir sie heute tatsächlich rausnehmen. Hier gucke ich gleich auch noch nach. Das machen wir auf jeden Fall bei der Alocasia amazonica Polly. Denn die flute ich bis oben hin, den ganzen Topf voll Wasser, und da mache ich gar nichts mehr, warte einfach ab. Und da gucke ich heute mal, wie das jetzt aussieht. Das habe ich nämlich vor etwas längerer Zeit mal wieder gemacht. Und von daher machen wir das jetzt. Machen wir das jetzt. Pass mal auf. Einmal ganz kurz noch hier bei der Monstera vorbeigeguckt. Ne? Jo, das neue Blatt, das kommt herausgewachsen. Das geht jetzt relativ schnell. So, mehr zeige ich jetzt erstmal nicht hier, sondern jetzt schneiden wir das Schätzchen erstmal hier zurück, weil wir es gleich mitnehmen werden. Ja, so langsam kommen wir im Pflanzenreich zu ganz anderen Aufgaben. Entdeckungsreisen in dem Sinne, ne? Denn erstmal damals ganz klein, durch Steckling vermehrt, wollte nie wachsen, irgendwann wuchs er dann. Warum genau, das weiß ich oder wissen wir eigentlich, zumindest die, die es damals verfolgt haben. Warum das so ist, sie müssen sich erst etablieren. Ja? Sie müssen sich erst etablieren, die bilden Rhizome aus, und wenn das so weit gegeben ist, dass sie sich im Topf etabliert hat, beziehungsweise im Substrat in dem Sinne oder Erde, je nachdem, ne? Dann fängt die Pflanze an zu wachsen. So, machen wir radikalen Schnitt hier. Aufräumen tue ich nachher. Ist so, ne? So, dann haben wir das schon mal weg hier. Alter Schwede, ich sage dir, du. Das ist aber heftig, heftig, heftig. Guck mal, das ist aber auch schon am Teppich fest gewachsen hier. Ich hoffe, es ist jetzt nicht hinter den Schrank gewachsen. Wenn doch, dann werde ich das sehen. Hier sind ja auch schon ein paar ältere Triebe bei, die braun geworden sind, ne? Also, das ist schon heftig viel. So, essen werde ich das jetzt nicht. Aus einem ganz einfachen Grunde, weil ich hier im Raum auch schon mal mit Ardapp gesprüht habe und ich weiß nicht, inwieweit, na, lasst ihr bitte mal los da unten, inwieweit dass die Inhaltsstoffe auch in der Pflanze sind. Ne? Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Ach, der ist einmal quer durch den ganzen Raum gewachsen schon. Glaubst du es denn wohl? Oh, das ist aber. Hallo. So, da ist das Ende. Ende Gelände. So, und schneiden wir den Rest auch noch zurück hier. Siehst du wohl. So. Aber oh, das ist schon, ne? Dass die so kräftig wachsen, wenn sie erstmal im Gange sind. Wie gesagt, die müssen sich erstmal im Topf etablieren. So, hier ziehe ich jetzt nicht darum, weil das ist da hinten mal durchgewachsen. Sonst reiße ich mir gleich noch was runter. Das mache ich nachher in Ruhe dann. Hier ist auch noch einer, siehst du wohl. Schnappe ihn auch noch eben weg hier. So, und jetzt können wir die Kiste mitnehmen und mal schauen, wie es da drin jetzt aussieht tatsächlich. Ne? Also wir werden sie auch komplett rausnehmen, aus dem Substrat raus. Ne? Einfach um zu gucken, wie das sich jetzt so entwickelt hat und was da gegeben ist. Okay. Was uns jetzt hier erwartet, das weiß ich selber noch nicht. Das machen wir heute das erste Mal, dass wir solch eine Pflanze tatsächlich mal rausnehmen, um zu schauen, wie sich das Ganze jetzt entwickelt hat.
Also man sieht schon, ne, dass die Substratoberfläche hat sich komplett hier angehoben. Das ist also innen drin mehr geworden in dem Sinne. So, lass uns überraschen, wie das aussieht. Wurzel ist jetzt hier nicht so viel in dem Sinne. Oh, von wegen, denkst du. Hoho. Ja, guck mal, ne? Kann man, glaube ich, so schon erkennen. Das ist aber heftig, heftig durchwurzelt. Alter Schwede. So, wie gesagt, wir werden sie auch rausnehmen. Ich gucke allerdings trotzdem mal ganz kurz, dass ich hier nichts verpeile oder verpasse. Das sieht nicht nur nach Wurzeln aus, das sieht also tatsächlich nach Rhizomstücken aus. Ähnlich wie man es von Giersch zum Beispiel kennt. Ne? Von Giersch oder Quecke in dem Sinne. So, die Wurzeln sind fest, das ist okay. Aber wie gesagt, interessanterweise sind die jetzt gar nicht so heftig hier ins Wasser gewachsen. Ne? Das ist auch mal so interessant zu wissen. Wasserwerte ermitteln wir gleich auch, ganz klarer Fall. So, und nu? Jo, jetzt müssen wir gucken, wie wir da vorgehen. Das heißt, erstmal rausnehmen, würde ich sagen. Ne? Mal rausnehmen und dann gucken wir mal, was Sache ist. Okay, let's do it. Oh, mal gucken, wie wir das jetzt machen. Ne? Das weiß ich mich selber nicht. So, rütteln und schütteln wir das Ganze erstmal. Oh, yo, yo, yo. Heftig, heftig, heftig. Das ist also boah, genialst, muss ich sagen. Oh, ich glaube, das kriegen wir jetzt einmal so hin. Ich versuch's mal. Ja, ne, guck mal. Was dort Rhizome sich entwickeln, das ist echt heftig. Und dadurch, dass die Pflanze das halt macht hier im Erdreich, mineralischen Substrat, ne, wird das halt von oben angehoben. Das ist halt so. Ob wir das jetzt so rauskriegen, ist eine ganz andere Sache. Ne? Da glaube ich fast gar nicht. Lass mal auf, können wir hier so ein bisschen was drücken, klopfen. Klopfen wir mal so, ist nicht so laut. Oh, das ist aber echt heftig, ey. Guck das mal an. Alter Schwede. Das ist aber, oh, Moment. String of Pearls, du bleibst bitte da. Dankeschön. Achso, übrigens 45,5 cm ist der längste Trieb. Ich messe jetzt alle paar Tage mal nach, dass wir das dann auch mitnehmen können. Kriegen wir ihn? Ja, er kommt. Boah, heftig. Hast du damit gerechnet? Also ich nicht. Ich meine, dass sich da was entwickelt, ganz klarer Fall. Ne? Gut, muss ich den doch, kriege ich den hier durch. Jetzt hängt der Docht fest. Mal auf, ich lege ihn mal vorsichtig hin hier. Ne, der ist nämlich verschmolzen. Ich versuche es trotzdem durchzudrücken. Ja, doch, geht. Der ist durch. Jawohl, der geht auch durch. Jawohl, so, siehst du. So. Jo, das ist jetzt aber echt mal Hammer. So. Okay. So können wir das Ganze eigentlich um. Jetzt haben wir schon wieder die String of Pearls drin. So können wir das Ganze eigentlich wieder neu einpflanzen irgendwo. Ne? Jedenfalls auch mit Docht, wenn er nicht abgeht, ist wurscht. Es ist aber echt Hammer. Guck dir das mal an. Das ist der Wahnsinn. Heftig, heftig, heftig. Okay. So, jetzt muss ich mich erstmal sammeln. Mal überlegen, was wir jetzt damit machen. Komm, machen wir noch eine kleine Nahaufnahme. Weil das echt Hammer aussieht. Das ist doch echt fantastisch anzusehen, wie sich das hier so entwickelt hat. Das ist der Burner schlechthin. Ich sage dir, du. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Das ist also gut, dass wir das heute so auch mitnehmen können, wie sie unterirdisch wachsen. Das ist richtig cool. Jo, also im Normalfall kannst du davon ausgehen, dass die Rhizome, die sie jetzt dort im Kreis gedreht haben, im Normalfall jetzt, ich sag's mal im Garten oder sonst wo, ne, wie Giersch dementsprechend sich ausbreiten würde und dann überall würden sie herauswachsen, wenn sie Winter überleben. Soweit ich weiß, manche Winter überleben sie, manche nicht, je nachdem, wie stark der Winter halt dementsprechend auch ist. Aber wenn das Rhizomwerk im unteren Bereich so kräftig und stark ist, denke ich mal, könnten unter Umständen tatsächlich auch draußen überleben. An geschützten Stellen wohlgemerkt, ne? Ganz klarer Fall. Okay. Das Ganze wird jetzt eine etwas längere Geschichte. Wir haben hier noch ein kleines Lechuza-Schiffchen, das haben wir damals auch geschenkt bekommen. Ganz herzlichen Dank dafür nochmal. Und warum jetzt hier in solch ein Schiffchen und nicht mehr in solch einen großen Topf, wo er runterwachsen kann, so wie wir es hier gemacht haben. Ganz einfach, dieses Mal kommt das Schätzchen dann nicht, oder die in dem Sinne, nicht auf das Sideboard, sondern da wir ja schon die Erfahrung gemacht haben, dass sie sehr gerne runterwachsen, werden wir dieses Schiffchen im neuen Dschungel oben irgendwo an die Wand bringen und dann kann das schön runterwachsen als Wand dann dementsprechend. Ne? Und das können wir dann später auch mal nochmal ne, konstruieren und weiter in dem Sinne bauen. So, das Schöne ist nämlich diese Magnethalter, die übrigens auch Löcher haben, das kannst du also auch Dübel schrauben, weiß Bescheid, ne? Die passen nämlich hier auch. Das heißt, dann nehme ich davon zwei,
Und dann kann ich das tatsächlich auch schön an die Wand bringen. So, das werden wir jetzt machen. Bevor wir das einpflanzen, müssen wir allerdings jetzt dazu übergehen und das Ganze hier ein bisschen auseinanderrupfen, ne? Damit wir hier ein paar Teilstücke haben, die wir dann nebeneinander pflanzen können, damit sich mehr Pflanzen daraus entwickeln. Und von daher machen wir das jetzt gemeinsam. Ah ja, okay. Ne? Und den Rest, den wir haben, nee, sage ich jetzt noch nicht. Vielleicht pflanze ich den da wieder ein. Achso, pH-Wert war 4,3. Mikro-Siemens-Wert 500. Hat funktioniert. Okay. Allerdings wurde auch gegossen und gedüngt, wie wir es kennen jetzt. Ne? Schon seit längerer Zeit. Okay. Die Vermehrung durch Stecklinge geht, dauert aber ewig lange. Wie gesagt, bis die Rhizome sich entwickelt haben, so wie wir es jetzt hier sehen. Nein, so weit natürlich nicht. Ne? Aber sie müssen sich erst entwickeln im Substrat und dann kommen erst die Pflanzen richtig gewachsen. Das heißt im Klartext, im besten Falle vermehrt man das dementsprechend dann halt durch die Rhizome selber. So, ich schneide das einfach mal durch hier. Das geht richtig gut, muss ich sagen. Ich muss aufpassen wegen dem Docht, dass ich mir den nicht mit durchschneide hier. Da unten ist er. Okay. So, dann haben wir schon mal das Ganze halbiert. So, dann vierteln wir das Ganze nochmal. Ist dann die einfachste Variante. Ne? So, komm einfach von oben rein jetzt. Zack. So. Oh, das geht aber gut. Ey. Das ist ja wie Kuchen schneiden. Das ist ja wie Kuchen schneiden. So, jetzt haben wir schon mal zwei Stücke. Hier mit unserem Docht. Und dann nehmen wir die andere Hälfte. Und die halbieren wir dann auch nochmal. Oh, das ist aber, geht jetzt einfach. Ich dachte, das wäre jetzt eine Heidenfummelei hier. Das geht einfacher als gedacht, muss ich sagen. Das ist eine coole Sache. So, dich nochmal durch. Okay, jetzt haben wir vier Stücke. Mal gucken, ob wir die nebeneinander positioniert kriegen. Achso, einen wollte ich ja behalten. Warte mal, ich würde sagen, nehmen wir mal das größte Stück hier. Das hier, das behalten wir. So, und die drei, die pflanzen wir jetzt in den Topf rein. Ne? Mehr brauchen wir hier nicht machen, das lassen wir so, wie das ist und pflanzen das jetzt so tatsächlich ein. Ah, das ist aber eine richtig coole Sache, das sage ich dir, du. Also das ist, ne? Das wird ja sicherlich etwas dauern, bis sie wieder rauswachsen, aber das geht dann wesentlich schneller, wie gesagt, als durch Stecklinge. Weil wir hier halt schon Rhizome haben, die austreiben können, wo die Pflanzen sich dann sichtbar zeigen. Okay. Schon können wir loslegen. So, pass mal auf. Ich nehme die Schätzchen jetzt mal. Ich habe sie hier auf dem Stuhl liegen. So. Das heißt, einer kommt hier auf die Seite. Mal eben gucken, wie rum. Ob das jetzt eine große Rolle spielt oder nicht, weiß ich nicht. Ich mache es einfach mal so. So, der käme jetzt hier rein. Das Schöne ist ja, dass sie eigentlich wenig Wurzeln machen, außer die Rhizome. Da machen sie ganz viele vor, ne? Das ist so schon mal ganz schön mitzunehmen. So, nehmen wir den zweiten. Soll man die Rhizome jetzt, die hier am Rand waren, nach innen setzen oder nach außen? Da bin ich mir jetzt gerade unschlüssig, ehrlich gesagt. Spielt das wohl eine Rolle oder nicht? Hm? Was meinst du dazu? Eigentlich egal, ne? Die wachsen hinterher sowieso hin, wo sie wollen. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir sie tiefer setzen, denn wir wissen ja, dass sie das Substrat anheben. Ne? Das, von daher setzen wir sie gleich von vornherein tiefer. Besser ist das. So. Auch noch ein bisschen wegfummeln. So, okay. Ja, so könnte das gehen. Ich glaube, zwei reichen hier drin, wa? Ich wollte erst alle drei reinpflanzen, damit das schneller dicht wird. Aber weißt du was, zwei reichen, komm. Hör mal auf, das soll okay sein. So, um die, eben das, den Trieb hier an die Seite. Okay, ein bisschen unten hier, damit er ein bisschen steht. Hier genau das Gleiche. Ja, das sollte ausreichend sein. Also das sind 33 Pflanzen. Ist dann wohl doch nicht. Vor allem, wir sehen ja, was die für Rhizome machen. Ne? Das ist also echt heftig. Ja, siehst du wohl. Dann geht es auch hiermit weiter. Mit unserem Unsterblichkeitskraut. Oh mein Gott, damals ganz am Anfang, ich dachte erst, das wird nichts, weil die wollten überhaupt nicht wachsen. Ne? Da kommt gar nichts raus, gar nichts. Und irgendwann fing das Ganze dann tatsächlich an. Ne? Hat lange gedauert, aber ja. Dann kamen sie herausgewachsen und da war tatsächlich klar, dass sie also erst Rhizome ausbilden müssen. Jetzt habe ich zu viel auf der einen Seite, ich drücke da mal ein bisschen rüber. Dass sie erst Rhizome ausbilden müssen, damit sie dann dementsprechend als Pflanze sichtbar wachsen können. Ne? So, mal gucken, wie gesagt, dass wir nicht jetzt zu viel hier reinpacken, weil das Substrat hebt sich hier an. Gegebenenfalls müsste man dann später einfach mal was oben wegsaugen. Ne? So. Okay. Ja,
Also das reicht aus. Zwei sind mehr als genug, auf jeden Fall. So, dann spülen wir das Ganze wieder durch, wie wir das kennen, hier bei 500 Mikrosiemens an dementsprechend jetzt auch. Ja, das ist schon, ne? Also das, wenn dann solche Rhizomstücke drankommen, das geht dann wesentlich schneller, ne? Aber ansonsten, wie gesagt, die Stecklein geht auch, muss halt ein bisschen Geduld mitbringen, ganz klarer Fall, ne? Logisch. Aber es geht und darauf kommt es ja an. So, okay. Mal gucken, was wir damit gleich machen. Dann setzen wir jetzt das Schiffchen hier rein und somit ist das Ganze längere Zeit versorgt. Ich werde mal die Spitzen noch abschneiden hier, weil da wird sowieso nichts Vernünftiges draus wachsen. Das ist dann, ne? Soll komplett aus dem Rhizom sich entwickeln. Da bin ich jetzt gespannt, wie lange das jetzt dauert. Natürlich schon, also ich denke mal so 4 Wochen müssen wir schon warten, bis wir da wirklich effektiv was sehen können hier. Aber nichtsdestotrotz, coole Sache. Ne? Dann haben wir das Ganze jetzt tatsächlich auch vermehrt. Durch Teilung im Prinzip. So, dann haben wir es auch längere Zeit versorgt wieder. Und die Tage werden wir das dann im Dschungel an die Wand bringen. So, bei 500 Mikrosiemens, wie gesagt. Ja, okay, dann haben wir das erstmal fertig. Bei den anderen bin ich gerade noch am Zweifeln, nicht am Zweifeln, Quatsch, am Überlegen, was ich damit noch mache. Das heißt, ich warte damit noch einen Tag, dass wir auch noch was anderes heute machen können. So, sieht das jetzt aus. Dann lassen wir sie mal wachsen. Schauen wir uns mal kurz hier die Wand an. Hier wächst das Unsterblichkeitskraut mittlerweile überall runter. Das ist schon ziemlich heftig und tatsächlich auch hier in solch einem kleinen Topf. Aber auch hier wird das Substrat mittlerweile angehoben. Ich weiß nicht, ob man das so erkennen kann, vielleicht nicht so unbedingt. Aber nichtsdestotrotz wächst sie munter, fröhlich, kräftig weiter. Also ziemlich heftig sogar, muss ich sagen. Die wächst also überall hin und überall runter in dem Sinne. Dass wir das mal kurz so mitgenommen haben, dass sie also auch in so kleinen Töpfchen in dem Sinne, ne? Was haben wir denn hier, weißt du, 0,7 Liter oder 0,8 Liter? Ja, ne? Das geht tatsächlich. Ich lasse sie jetzt auch so, ich werde da nichts dran machen. Irgendwann, wenn die Pflanze uns mal anzeigt, dass sie dort nicht mehr drin wachsen kann, dann werden wir da vielleicht mal eingreifen, weil das jetzt hier umzutopfen, hier oben drauf, ist natürlich nicht so einfach. Ne? Es sei denn, ich würde alles abschneiden, wie wir es jetzt vorhin auch gemacht haben bei der großen. Aber dann hätten wir das alles hier erstmal nicht mehr. Ne? Das wäre natürlich auch schade. Und von daher auch mal gucken. Auf jeden Fall, wie gesagt, die wachsen noch kräftig. Auch hier von oben nach unten. Das ist also echt enorms, muss ich sagen. Und wie gesagt, das ist hier in so einem kleinen Pöttchen. Ne? Hier muss ich allerdings alle 2 Tage vollgießen. Ne? Das bei der Menge an Blatt, was hier gegeben ist, da musst du dann auch in der Selbstbewässerung mal öfter das Ganze gießen. So, können wir den wieder anmachen? Ne, können wir nicht, weil der ist aus. Moment, muss ich den wieder anmachen hier. So, jetzt, so, okay. Ne, rot nicht, nein. Ne, das ist... So, gemischt ist besser. Ja, also, mal gucken, was wir damit irgendwann mal machen. Im Moment würde ich sagen, lassen wir es einfach noch so. Okay. Was soll ich sagen? Jetzt habe ich fast die Tüte runtergeschmissen. Die anderen pflanzen wir später ein. Und damit sie mir jetzt nicht kaputt gehen, nehme ich so eine Butterbrotstüte hier. Kannst auch ein anderes nehmen, ne? Weiß Bescheid. So ist das im Leben. Kannst auch Boxen nehmen oder sonst irgendwas. Und ich stecke die jetzt einfach hier rein. So. Macht die ein bisschen feucht. Wo haben wir denn Sprüher? Ist aber noch was drin. Ja, ein bisschen ist da drin. So, machen das ein bisschen feucht, damit sie uns nicht vertrocknen. Und dann können wir da morgen, übermorgen, also 2-3 Tage kann das ruhig hier drin bleiben. Aber dann lüften, ne? Nicht komplett die ganze Zeit verschlossen lassen. Das wäre schon wichtig. Oder halt ein bisschen offen lassen. Kannst auch ein bisschen offen lassen. Komm, kann auch ein bisschen Wasser verdunsten. So viel verdunstet dann auch nicht auf einmal. So, damit wir die erstmal versorgt haben. Dann mal gucken, ob wir später erst was mitmachen können. So, ruhig, ganz ruhig. Der Topf. Da werden wir jetzt kein Unsterblichkeitskraut mehr reinpflanzen. Nicht, weil sie nicht in den gleichen Topf gepflanzt werden können. Lol. Nein, weil ich den für die Nepenthes hier behalten möchte. Für unsere Brixiana. Die so wunderschön ist. Und die möchte ich auf jeden Fall ordentlich versorgen und gut pflegen können. Von daher werde ich das machen. Bevor wir das machen können, müssen wir was machen? Lol, machen, weiß Bescheid. Ne? Das Substrat, das wir verwenden, müssen wir einige Male spülen mit reinem Wasser, damit ja,
die Inhaltsstoffe komplett rauskommen aus dem ganzen Substrat und der pH-Wert nicht zu hoch steigt. Da müssen wir schon also darauf achten, dass wir das also komplett sauber bekommen. Und das werde ich jetzt als erstes heute machen, damit ich das vorbereitet habe für morgen. Da können wir sie morgen dann dementsprechend auch einpflanzen. Ne? Aber das ist schon ganz wichtig bei dem Mineralsubstrat, das wir verwenden. Jetzt Vulcaflor von Vulcatec. Auch das, genauso wie Vulcatec Actin Premium-Substrat, durchspülen einige Male mit reinem Wasser. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist mehr oder weniger die Grundvoraussetzung, wenn man sie ins mineralische Substrat überführt, einpflanzt. In dem Sinne. Wobei sie ist ja schon im mineralischen Substrat vor und da klappt das schon mal ganz gut. Was wollte ich denn jetzt noch sagen? Achso, hier ist der pH-Wert ja bei 7, was hat man? 7,3, ne? Oder? Ja, 7,3. Jetzt könnte man denken, hier müsste man eingreifen, um pH-Wert zu senken, weil 5,5 für 6,5 ist optimal. Ich weiß aber aus Erfahrung, dass die Monstera auch mit höherem pH-Wert gut, sogar besser zurechtkommen. Von daher belassen wir das so und beobachten das. Ich gehe davon aus, dass der pH-Wert sich noch senken wird. Das ist jetzt eine Reaktion mit dem Urgesteinsmehl und dem Dünger, was da drin ist. Und das dauert ein paar Tage, bis sich das eingependelt hat. Und dann hoffen wir, dass wir dann einen stabilen Wert von 6 plus minus erzielen in dem Sinne. So, okay, weiß Bescheid. Winke, winke. Bis ganz bald hier aus dem Reich der Pflanzen. Das Unsterblichkeitskraut. Ja, wer hätte das gedacht? Ich meine, dass sich dort etwas entwickelt, war klar, ansonsten hätte das Substrat sich nicht in die Höhe geschoben, ne? Aber dass das doch so heftig ist, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Positiverweise heftig, ne? Das ist also eine richtig coole Sache. Ach guck mal, passt ja, Akkus gleich mal wieder alle. Ja, was soll ich sagen, auch mit der String of Pearls, das scheint tatsächlich zu funktionieren. Zumindest befindet sie sich im Wachstum und das ist natürlich schon mal eine ganz coole Geschichte, muss ich sagen. Aber da bin ich richtig froh drüber, dass das dann so funktioniert hat. So, siehst du wohl, dann kommt unsere Nepenthes Brixiana dann ganz bald in einen anderen Topf gepflanzt. Ach, die, das ist auch so eine hübsche, ne? Das ist so eine hübsche. Kriegen wir das scharf gestellt hier? Jawohl, gucke mal. Oh ja. So, morgen geht es auf jeden Fall weiter. Ach so, wir müssen morgen nach Detmold zum Augenarzt mit Nicole. Die nächste Untersuchung, um zu gucken, was da jetzt da Sache ist hinterm Auge. Ich hoffe mal, dass das gut geht. Weil noch so eine Katastrophe können wir eigentlich nicht gebrauchen, muss ich ehrlich sagen. Ich hoffe es, echt. Und in dem Zuge weiß ich nicht, ob es morgen dann dementsprechend einen Film geben wird oder nicht. Das sehen wir dann, ne? Vielleicht mache ich das dann spontan später nochmal. Wir müssen morgens früh da sein. Ich werde dann in Detmold, wie heißen die, Beringmeier? Oder wie heißt diese große, der große Gartencenter da? Da werde ich morgen rumtouren auf jeden Fall und mal gucken, was da Schickes gibt. Da hat man übrigens damals die Alocasia Red Secret gefunden. Und von daher fahre ich da auf jeden Fall hin. Vielleicht finde ich ja wieder eine schicke Rarität für uns. Okay, yippie, yippie.